Jetzt sieht es hier noch kahl und etwas trostlos aus, doch das wird sich bald ändern. Auf diesem Gelände sollen mehr als 1200 Wohnungen mit einem kleinen Quartiersplatz entstehen. Der Plan sieht auf der 12 Hektar Grundfläche außerdem einen grünen Park und eine Mobilitätsstation mit E-Zapfsäulen und viel Platz für Fahrräder vor. Hofläden sollen den Quartiersplatz gemütlich machen. Der Stadtrat hat die Pläne schon abgesegnet. Es war bisher ganz schön viel dort, nämlich jede Menge Gewerbehallen, die auch genutzt wurden. Jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so, aber früher waren dort relativ viele Unternehmen angesiedelt. Und wie ich schon gesagt habe, es ist eher schwierig zu erreichen. Es gibt lediglich eine nicht so breite Straße mit der Ebersbusstraße, die dorthin führt. Und was wir wollen, ist neue Wohnungen für Münchnerinnen und Münchner schaffen, die auch zum großen Teil tatsächlich so günstig sind, dass die Menschen sich diese Wohnungen dort werden leisten können. Die Untermenzinger sind in Bezug auf das Großbauprojekt geteilter Meinung. Wohnungsnot herrscht schon, vor allem bezahlbare Wohnungen. Ich kenne ganz viele, die bezahlbare Wohnungen suchen. Ich meine, ich tue mir leicht, weil ich wohne in einem Haus, aber ich weiß, dass viele Wohnungen suchen. Quatsch. Entschuldigung, weil wir haben wenig Grün. Ich finde es gut, weil man kann ja dann dem ausweichen. Es ist ja nicht so, dass man eingesperrt ist in Allach Untermenzing. Allach Untermenzing, da ist so viel Platz. Weil es ein bisschen belebter ist, weil dann hoffentlich ein bisschen mehr los ist, weil vielleicht mehr Cafés vielleicht auch noch dazukommen könnten, Spielplätze. Also von dem her finde ich es gut. Der Wohnungsbau kann starten, sobald die Baugenehmigungen der Stadt vorliegen. Damit wird auch relativ schnell dort Wohnraum entstehen. Und das, was dort abzusiedeln und abzubrechen ist, wird relativ schnell dann dort geschehen. Und ich gehe davon aus, dass es im Prinzip eigentlich schon das dritte kleine Zentrum dort an der Bahnstrecke sein wird und dass sich die Menschen dort auch wohlfühlen werden. Christian Müller erhofft sich, dass in rund 3 Jahren hier schon die ersten Mieter einziehen können.